Hat er mich jetzt zusammengekriegt? Du bist wach. Jetzt können wir ein bisschen knutschen. Ich dachte schon, dass ich dich atmen spüre. War nur nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich dich schon töten soll. Ich warte meistens, bis man es mir sagt. Nein! Nein, nein! Tu's nicht. Nein! Du wartest hier. Ich frage meinen Dad. Okay. Dad? Dad, bist du da? Bobby? Sein sehr... Travis, wo ist Dad? Wo bist du? Gefolgsamer Sohn. Ich hab einen Lebendtier. Hab den Jungen. Gebissen, Bobby? Du gebissen? Na, das glaube ich nicht. Er blutet aber. Ich glaube, er stirbt. Wie ist deine Position? Ich stehe? Nein, wo du bist, Bobby. Oh, in dem kleinen Raum im alten Flügel. Weißt du wo? Ja, halt ihn dort. Ich komme. Ach, glaub mir, der geht nirgendwo. Er ist weg! Ich stehe, ja. Meine Position ist stehend. Jetzt haut er so heftig durch die Regenwand. Pass mal auf. Ich wusste es! Hallo! Komm mal. Ich war trotzdem erschrocken, maybe. Hey, Bobby. Bobby Singer? Ein Messer hat er auch auf. Oh, komm schon, Mann. Du, ey, du hast doch kein Türspiel. Nein, bitte. Bitte. Niemand nimmt mein Messer. Du spinnst doch. Du tropfst ja wie ein Saftkarton. Ja, bitte, du kannst. Wie trinkt der denn Saft, dass helfen. Der Saftkarton so. Nein, Mann, du verblutest. Ich kann dich höchstens früher von deinem Elend erlösen. Gnadentod. Laura! Oh nein, gebissen! Leg dich lieber mit mir an. Travis! Travis, die wollen mich töten! Laura! Wow, wow, langsam! Langsam! Was ist nur mit dir passiert? Ach, weißt du, long story. Eigentlich nichts Besonderes. Yeah. Ah. Oh, Ryan! Oh, wie schlimm ist es? Du wirst sterben, aber sonst ist alles in Ordnung. Es tut mir leid. So schlimm, ja? Yeah. Sorry. Ich gebe wirklich mein Bestes. Was immer das ist, trotzdem wird jemand verletzt. Erst Max, jetzt du. Ich meine, ich wollte das nicht sagen. Nur. Hättest nicht mitkommen sollen. Glaubst du? Ja. Laura fühlt sich schuldig. Sorry. Ist okay. Sterbe ich jetzt? Yes. Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? No. Warte. Vielleicht ja doch. Was? Ryan, wenn ich dich jetzt beiße, dann... Was? Nein. Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Das heißt es halt dann? Ja. Aber es heißt auch... Ja, ja, versteh schon, böser Wolf. Yes. Wie bei Rotkäppchen. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt, dann... Dann muss ich Chris töten. Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf.
und rettest dein Leben. Er könnte auch sie töten. Und das von Max und anderen. Beißen lassen und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Ja, aber verbluten ist ja eh so ein bisschen einschlafen. Entscheide. Ist nicht so schlimm. Wenn's geht. Tun wir es oder nicht? Wieso willst du jetzt mein Blut in eine bestimmte Region lenken, damit ich nicht verblute? Ablehnen! Ich glaube, einer von uns sollte ein Mensch bleiben. Dann stirbst du. Gewählt. Daran denkst du doch nicht. Du brauchst nur jemanden für die Drecksarbeit. Sei still. Ist ja kein Problem, wenn ich und Max deine Freunde infiziert sind. Hauptsache nicht Ryan, nicht mal um dich zu retten. Yes, ich bin einfach ein krass. Du blödes Arschloch. Ey, ich bin am Sterben, warum bist du freundlich, ja? Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen. Trag ihn doch einfach. Du bist doch jetzt super strong. So viele Sachen, die wir jetzt geändert haben, ne? So heftig viele Sachen, ich sage es euch. Ach, du blödes Arschloch, yes. That's me. Angenehm. Bin der blöde Arschloch. Diese Typen werfen nie was weg, ha? Huh? Voll die Messies. Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Okay, also suchen wir Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Geht klar. Okay. Let's do it then. Ich laufe jetzt einfach durch. Gehe mal davon aus, dass wir wahrscheinlich zum selben Auto müssen. Und dementsprechend, ja, machen wir ruhig Lichter. Alles cool. Aber ich muss das, glaube ich, hier eh noch aufmachen, ne? Wo war das? War es oben? Ich glaube, hier. Ob es hier einen Impala gibt? Ich glaube fast nein. Aber hey, Hoffnung stirbt zuletzt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Let's go. Werden wir in einer Dokumentation enden? Nein. Oder in einer Todesanzeige. So, einfach go straight on. Should be fine, I hope. Um gedrückt zu werden, yes. Totally right. Ah, sorry, das war gruselig. Das ist so nervig. Yes. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Yeah. Ja, ist beides schlimm. Mindestens gleich schlimm. Gleich schlimm, ich sage euch. Lololo. Wo komme ich jetzt hier hoch eigentlich? Warte mal. Mach mal schneller da. Kann ich jetzt hier auch wieder runter? Ich glaube schon, sehr schön. Was? Geister-Event? Schreib ins Buch. Yes. That's it. Lalala. Da. Hier ist eine Fliege. Meine ich, dass es eine Fliege war. Mittelgroß bis groß.
Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, stinkt wohl bei dir? Jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ja. Das sind die Pheromone, dadurch werden auch die Fliegen angezogen. Meistens weibliche. Pass auf mich auf! Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Es war ja hier. Ja, aber ich merke da schon gar nichts mehr großartig von. Mensch, der geht ja auch richtig selbstbewusst da hoch, ne? Richtig selbstbewusst, ich sage euch. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Yes. Okay, mal sehen, wie das funktioniert. Okay, gar nicht so kompliziert. Willkommen zurück, Greifer. Oh, oh yeah. Was zum Teufel ist denn Mucke. Los? Mein Fehler. Ach, shit. Okay. Dann mal los jetzt. Brumm, 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 brumm. Macht er super. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit. Wow. Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer. Doom. Oh. Doom. Doom, doom. Ich hochspringen. Dallin, schaff den Dreckswerwolf von dem Scheißauto! Fuck. Beeil dich, verdammt! Ja, hupen, das wird. Ich mach mal Autoschwingen. Schwing dein Ding! Oh yeah! Ihr wisst ganz genau, was jetzt kommt. Oh. Hilfe, bitte! Komm schon, du rostiges Biest! Und? Bada 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 boom! Putz! Ja, die schreit relativ häufig. Gebe ich zu. Gebe ich zu. Okay. Ja, die ist doch gut. Nee, in der Theorie hätte ich jetzt nicht verkacken müssen, weil bei unserem ersten Mann war er infiziert. So, jetzt ist er nicht infiziert. Ich wollte jetzt mal gucken, was dann passiert. Nein, danke. Du hast mein Leben gerettet. Im Ernst jetzt. Ja, kein Ding. Bin ja gespannt, wen sie auswählen. Was? Für meine Rolle. Im Film darüber, wie mutig ich bin. Übertreib's nicht. Okay. Geil. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Die Bordung muss den Verteiler aus dem Bahn. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los.
Weg aktualisiert. Ja, ein Werwolf weniger. Seht ihr, hilft nicht nur Silber, sondern auch ein Auto kann helfen. Gute Sache. Eine gute Sache. Dein Arsch, was sein wollte, spielt er ganz gut für die. Melde dich als Betreuer im Sommercamp, Abby. Da lernst du besser mit Menschen umzugehen, hast jede Menge Spaß und findest Freunde fürs Leben. Ich habe es so satt, wenn man mir sagt... Was mache ich jetzt? Laufen. Hallo? Ist da jemand? Warum verwandelt sie sich nicht? Hoffe, das hält. Ich will, dass jetzt so richtig Enrage geht und alle auffrisst. Ah. Ne, lass mal liegen. Warum keine. Oh, hi. Hol dir doch deine Karten selbst! Geh jetzt hier hoch. Dann ist gut. Falltür. Sehr gut. Als ob man da jetzt nicht mehr hoch könnte, nur weil eine Sprosse fehlt. Ich bitte euch. Ich bitte euch, Freunde. I do imply you. How's the Hackett, Laura? Wollen mal sehen, ob sie hier durchkommen. Mann, das ist riesig. Muss mich ein bisschen ausruhen. Ja, mach mal. Alles cool. Es ist nicht zu spät, ich kann dich beißen. Nein. Sorry, das zu sagen, doch die Antwort ist nein. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Ist okay. Echt gut eigentlich. Was ist los mit dir? Stopp jetzt. Du, riechst du das? Nein. Na egal. Lass uns einen Weg nach unten finden. Einen Weg zu Chris Hackett. Oder einen Weg raus, vielleicht? Ich hab echt genug. Es reicht. Ja. Und einen Weg raus. Da greift jemand. Das wäre doch nicht so lustig. Es wäre auch definitiv nicht so lustig, wenn keiner sterben würde, oder? Ich bitte euch. Das macht doch hier auch ein bisschen Spaß aus. Vorsichtig. Yep. Der bewegt sich keinen Meter. Warum soll er vorsichtig sein? Was war das? Mein Magen. Ich hab Hunger. Ich denke, das ist Chris Hackett. So ein Arschloch. Ryan. I think we do have a teeny tiny problem over here. A teeny tiny problem. Oh no!
Verwandelt sich jetzt auch. Jetzt gibt's hier richtig Hunde-Action, Doggy-Style. Oh yeah! Party-Time! Ins Gesicht. Silberbeschlag. Bobby! Die Waffe! Au, 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 au. Der ist außer Gefecht gesetzt. Hau dir jetzt auf den Bobby rum. Hey! Einfach mal einen Ruf da. Wer war das jetzt von den beiden? War es jetzt der Chris oder war es jetzt der... Oh, scheint funktioniert zu haben. War schon mal der Richtige. Oh, hi. Long time no see. Hör auf mich anzugucken, ich bin fast nackt. Ich glaube, der hat noch eine Rechnung mit uns offen. Holen wir uns nochmal wieder? Holen wir uns nochmal wieder? Jetzt kurz vor Abschluss, komm, wir holen uns nochmal wieder. Fuck it. Fuck it. Speichern Laura kehrt in Kapitel 7 zurück, sämtliche Fortschritte. Was? Nee. Dann machen wir abbrechen. Nö, nö. Dann machen wir abbrechen. Nö, okay. Nö. Versuch's doch, Madenfresser, du gruseliges Stück Scheiße. Ich bin besser als du, komm schon! Yes. Also, er hat es nicht gesagt, aber die Einstellung war halt da. Putz. Ja, und jetzt? Holy shit! Okay, never mind. Wie die Mama, so der Sohn. Der sah nicht mehr ganz so hübsch aus. Wie konntest du nur... Was soll ich machen? Das kann ich dir auch nochmal wiederholen? Und dann? Ich hoffe, jetzt geht es nicht zurück. Das wäre jetzt ein bisschen arg doof. Sorry. Ist okay. Warum wurde ich jetzt nicht mal vorgewarnt, ihr Pisser? Sterbe ich es? Du hast viel Blut verloren. Aber es heilt wieder, stimmt's? Warum wurde ich da jetzt bitte schon nicht vorgewarnt? Warte. Pisser. Vielleicht ja doch. Was? Ryan. Wenn ich dich jetzt... Aber es ist ja auch komplett Baller-Baller. Jetzt können wir sie ja auch nochmal retten mit einem Herzen. Wenn ich dich jetzt beiße, dann bist du auch infiziert. Das heißt... Dann können wir sie jetzt auch retten. Das heißt es halt dann? Easy peasy. Ja. Ja, geil. Zwei zum Preis aber von einem. Aber es heißt auch... Ja, versteh schon, böser Fall. Kann man das nicht skippen, Freunde? Bitte euch. Ach. Ryan, ich hab nicht viel Zeit. Ich spür, wie es aus mir herausbrechen will. Wenn ich dich jetzt beiße und es heilt... Dann muss ich Chris töten. Na, weiß man das? Du tötest nicht Chris, du tötest einen Werwolf. Und rettest dein Leben. Und meins. Und das von Max und anderen. Beißen lassen. Und Leben und Chris töten. Oder verbluten. In etwa, ja. Entscheide, wenn's geht. Müssen wir gleich nochmal einen Schrottplatz machen, dann können wir da auch nochmal was entscheiden, ne? Tun wir es oder nicht? Na komm, jetzt labert nicht so lange, macht hin, da! Ablehnen. Wir lehnen nochmal ab, Freunde.
Ich glaube, einer von uns sollte ein Mensch bleiben. Dann stirbst du. Daran denkst du doch nicht. Du brauchst nur jemanden für die Drecksarbeit. Sei still. Ist ja kein Problem, wenn ich und Max deine Freunde infiziert sind. Hauptsache nicht Ryan, nicht mal um dich zu retten. Du blödes Arschloch. Bitte beruhigen Sie sich. Bobby? Fuck. Wir müssen weg. Wir müssen... Ich bin gespannt, ob sie trotzdem stirbt oder ob ich das da auch nochmal entscheiden kann. Weil in der Theorie, wenn ich den Chris nicht erschieße, bleibt sie ja Werwolf. Oder? Mal gucken. Jetzt können wir sogar noch mehrere Sachen hier sehen. So, hier machen wir es dann, glaube ich, auch nur mit Warnen. Anstatt mit dem. Diese mit dem Typen Kram. Werfen nie was weg, ha? Huh? Und kannst du mir vielleicht ein paar Tipps geben, wonach wir hier genau suchen? Tja, die meisten dieser Karren sind wohl schon ausgeschlachtet worden. Nur noch leere Fahrwerke, was uns nicht weiterhilft. Wow. Okay, also suchen wir. Motoren? Quasi nach allem, was intakt ist. Ja, so kann man auch einen Stream in die Länge ziehen. Aber die hätten mich ruhig nochmal vorwarnen können, ja? Ich hätte jetzt kein Brot gefressen, wenn sie jetzt nochmal eingeschrieben hätten. Ja, aber pass auf. Musst dann nochmal zurück. Aber schön ist, dass wir jetzt halt nochmal auf mehrere Sachen nochmal Einfluss haben. Und sehen nochmal andere Outcomes. Ja, aber für sie hätte bei ihm anders sein gekonnt. Weiß jetzt nicht. Ich meine, es wäre sehr unwahrscheinlich, keine Frage, aber man weiß. Dokumentation enden. Nein. Klappe, komm jetzt, gehen wir. Komm jetzt. Auf geht's. Wird langsam echt warm. Ich krieg Hunger. Just a little. Just a little. Wenn ich jetzt hier lang gehe, ist das vielleicht eine Abkürzung oder ist das einfach nur ein heftig langer Weg? Geh jetzt einfach mal hier lang. Warum nicht hier Öl? Haben wir das jetzt da? Also verwirrend hier. Ah, sorry, das war... Little Make-up, yes. Gott, nochmal. So wir reden nochmal, Freunde. Alles am Anfang. Wir werden von echten Monstern gejagt und das ist es, was dich stört? Ja, ist beides schlimm. Oh, warte mal, kann ich jetzt hier? Wäre ich wahrscheinlich von hinten einfach auch dahin gekommen, ne? Richtig? Ich glaube ja. Okay, never mind. Dann gehen wir jetzt hier hoch. Let's do it. Komm, folge mir, Caitlin. Folge mir. Folge mir, wenn du leben willst. Episode nochmal sterben. Yes. Please die again. I would really and highly appreciate that. Bom, 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 bom. Kann man nach oben gehen. Da. Look. There is a car. Also, hast du schon mal einen Kran bedient? Ich war mal ziemlich gut bei diesem Krallenspiel in unserer Spielhalle. Die Kids nannten mich den Greifer. Na, nein, Oh, jetzt höre ich's auch. Probier, ob du ihn runterlassen kannst, damit wir unter die Haube schauen können. Ich würde ja generell erstmal gucken, was passiert, wenn ich sie nur warne und nicht das Auto anhebe.
Sicher, ja, klar doch. Pass einfach auf mich auf, ja? Ja. Pass einfach auf mich auf. Pass auf meinen Rücken auf. Jetzt geht auch mal schneller. Kennen wir doch schon alles. Na gut. Sieht aus, als hätte hier jemand nicht gelernt, wie man hinter sich aufräumt. Du hast kein Herz mehr. Yes, I know. I know. Okay. Thanks for the reminder. Funktioniert. Nur weil ich Jacob retten wollte, ne? Okay. Gar nicht so kompliziert. Wobei der Tod echt spektakulär war. Willkommen zurück. Was zum Teufel ist da los? Mein Fehler. Ah, shit. Okay. Just enjoying a little music okay. Here. Dann mal los jetzt. Beruhigen Sie sich. Schön langsam, schön langsam. Großartig. Dankeschön. Ja, ich habe meine Berufung gefunden. Wurde doch Zeit. Vielleicht können wir ja versuchen, es zum Laufen zu bringen. Oh, Treffer. Da war die jetzt von der Seite aus gesehen, dass das Auto noch einen Verteiler hat? Oder will sie das Auto per se nur zum Laufen bringen? Oh. Der Van ist egal. Shit. Scheiße. Es, da kommt etwas! Was? Lauf! Grüße. Oh, jetzt muss ich doch anheben. Wow. Oh, fuck. Dallin, schafft den Dreckswerwolf von dem Scheißauto. Okay, dann hupen wir jetzt mal. Fuck. Nein, ich bin verdammt. Hupen. Oh, Nochmal. Jetzt bin ich mal gespannt. Ach, der kommt jetzt zu ihm. Feuer mit Feuer. Burn, Motherfucker. Alter. Hier, guck das. Wenn ich sie mal nicht machen, mal gucken, was passiert. Oh nein. Okay, infiziert dürfte es jetzt sein. Also, das ist der einzige Unterschied zwischen infiziert und nicht infiziert. Okay, now we know. Wie langweilig. Ja, irgendwie hätte ich mir jetzt auch mehr erhofft. Was verdammt ist da oben passiert? Du hättest ausweichen sollen. Wohin hätte ich denn sollen? Wow, okay. Sorry für die Rettung, Mann. So. Das war also unser toller Fluchtplan. Okay, zurück zur Lodge. Bist du irre? Besser als hier offen rumzustehen. Los. Okay, jetzt haben wir nochmal einen mehr, der infiziert ist. Aber ansonsten... Und dass sie sich danach nochmal ein bisschen gestritten haben, weil... Er hat nicht schnell genug reagiert.
Und das Auto ist trotzdem kaputt. Oh. Humpelt plötzlich nicht mehr? Ja, es geht schnell. Die ist ja. Bei ihr ist die Infizierung wahrscheinlich schneller vorangeschnitten, deswegen ist sie schon direkt wieder geheilt.